FH Space TV am Ars Electronica Festival 2011 und wir haben eine Installation entdeckt, die uns sehr begeistert hat. Sie ist zufällig von uns selbst. Ich bin hier mit dem großartigen Hannes Reisinger. Hallo Hannes. Hallo Hannes, servus. Du wirst mich fragen zu der Zusammenarbeit mit Create Your World. Genau. Also Create Your World ist ja der Jugendwettbewerb vom Ars Electronica Festival, mehr oder weniger sein kleines Festival im Festival. Da haben wir in Zusammenarbeit, wir sind genau die Anna Wechselbaum und ich, haben eine Installation entwickelt. Also bei der Konzeptionierung hat sie mir geholfen und ich habe es dann realisiert. Und eben diesen Begriff Create Your World, auf den sind wir ein bisschen eingegangen, dieses Kreieren der Welt, dieser neue Blick auf die Welt, der frische Blick der Jugend, wollten wir symbolisieren durch den Rubik-Würfel, der einfach die Textur der Erde auf sich trägt. Ihr seht ihn hinter uns gerade durchlaufen. Auf den werden Interviews gemappt mit den Teilnehmerinnen des Jugendwettbewerbs, mit Besucherinnen und überhaupt Leuten, denen man halt am Festival über den Weg läuft und einfach täglich abgedatet und wächst einfach mit dem Festival jeden Tag ein bisschen weiter und wird mehr und ja. Habe ich viele, ja. Ja. Manche enge, manche weniger enge. Ja. Genau. Wie viel oder was? 899. 196. Ja. Michael Schweiger. 150. Soziales Netzwerk. Ja. Habe ich. Johannes, kannst du uns kurz was zur genauen Idee hinter der Installation erzählen? Es werden die Teilnehmerinnen des Wettbewerbs sind interviewt worden in einem sogenannten Wordrap und passiert auch jeden Tag laufend wieder am Festival. Die Fragen dazu sind von Studierenden der Sozialarbeit bei uns an der FH St. Pölten konzipiert worden und sollen ein bisschen durch die Fragestellung und auch durch die Reihenfolge der Fragen einfach irgendwie versuchen zu ergründen, wie denken diese Menschen, was haben sie für einen Zugang zu Medien, vor allem zum immer stärker werdenden Medium Internet und wie denken sie, was ist für sie wichtig und was tun sie gerne, was mögen sie nicht und einfach so einen großen Pool zu schaffen an Meinungen und Ideen und Gedanken und einfach Hirnschmalz. Ja. Und der wächst eben während dem Festival immer weiter und soll größer werden und mehr werden und wird hoffentlich größer und mehr. Und, das stellen wir relativ kompliziert vor. Wie hast du das technisch umgesetzt? Umgesetzt ist das Ganze in Maya, einem 3D-Rendering-Programm und Adobe After Effects. Und daneben im Composite einfach zusammengewürfelt. Das war's an und für sich. Danke sehr.